Stimmung hier, der WM-Meilen ist einfach geil. Die Leute sind mit Tröten da und schreien Hopp Schweiz und feiern ihre Mannschaft. Auf Humor stoss der Entscheid vom Schiedsrichter, den er den Berami vom Platz gestellt hat. Das versteht da niemand und schwächt natürlich die Schweizer Mannschaft stark. Der Berami hat jetzt eine rote Karte bekommen, obwohl es eigentlich faul gegen eigentlich beide, weil der andere hat ihn praktisch geschupft und der Berami hat ihn hinterher geschupft. Aber die meisten glauben immer noch an einen Sieg und sind überzeugt davon, dass nach einem Goal fällt für die Schweiz in der zweiten Halbzeit. Hat man den Berami zu Recht rausgetan? Ich sage, er hat es ein bisschen übertrieben. Die Hände gehören einfach ein. Eine gelbe Karte hätte gelangen. Das ist übertrieben. Wie schätzen Sie das Spiel ein, allgemein? Ja, man merkt, wir spielen sehr defensiv. Wir stehen gut. Die Abseitsfallen stehen auch gut. Aber gegen Führer geht es für mich persönlich zu wenig. Kann ich nachvollziehen, dass man den Alex Frey in der 41. Minute aus dem Spiel genommen hat? Ich hätte ihn gerne gebracht. Wieso? Ja, für mich ist Alex Frey, der kann noch nicht 100% fit sein. Ich sage immer noch, ein Inler vorne drin oder ein Derdiok bringt er mehr. Was erwarten wir jetzt noch von der zweiten Halbzeit bei einem Schweizer? Ja, ich hoffe ein bisschen offensiver, nicht hinten hier stehen, egal ob wir 10 Mann sind. Mit einem Punkt wären wir zufrieden, aber drei sind immer noch besser. Dankeschön. Bitteschön. Chile ist 1-0 in Führung gegangen. Hat die Schweiz noch eine Chance? Sieht schlecht aus. Nein, ich denke, wenn sie jetzt weiter zusammenspielen gegen Führer, dann denke ich schon, dass sie es schaffen mit dem 1-1 Ausgleich. Was empfinden wir jetzt nach dieser knappen Niederlage? Wir sind sehr enttäuscht. Wir schätzen die Chance ein, dass sich die Schweiz trotzdem noch für das Achtelfinale qualifiziert. Nein, die Chancen sind noch gut. Sie schaffen es schon. Schaffen alles. Ja.